Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Golden 3, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part sind wir den Felsenhort endgültig heraufgeklettert, sind auf den Rock getroffen, der noch versteinert war, haben ihn mit Schelle aufgeweckt und dann erschienen Truso und Jess seit langem mal wieder. Und ja, sie haben uns eine Aufgabe gegeben, ich weiß aber nicht, warum wir sie unbedingt lösen müssen. Allerdings erpressen sie uns mit Eoleo und Tianju und das ist natürlich ein bisschen doof. Naja, was soll man machen? Jedenfalls, der Rock ist wütend und wir müssen gegen ihn kämpfen. Und zwar im Doppelbildschirm-Modus, Freunde. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch an. Wir können dann so loslegen. Kämpfen. So, fangen wir also mit den Djinn an. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Verteidigung spielen. Erhöht Verteidigung der Gruppe. Borke kann rangehen. Was machst du denn mal am besten? Schock. Verhindert gegnerische Manöver. Ist, glaube ich, ganz gut für den Anfang. Der gute Tyrell macht jetzt mal Folgendes. Ich würde erstmal sagen, ich weiß jetzt, schädigt und täuscht Gegner kann natürlich gut sein. Ich weiß aber nicht, ob der Rock Synergie einsetzen kann. Deswegen würde ich sagen, mit besiegelt gegnerische Synergie fast immer. Machen wir einfach mal. Und Rief hat ja auch noch einiges in petto. Mit Geschwindigkeit der Gruppe, das ist natürlich immer am besten. Also machen wir das auch. Zuerst kommt Schock. Und damit ist der Rock bewegungsunfähig. Fast wieder versteinert. Unsere Verteidigung wird durch uns erhöht. Eine gute Schutzaura. Rock ist bewegungsunfähig, kann somit nicht angreifen. Jetzt kommt der Sturzflug. Wir sind jetzt viel, viel schneller. Finde ich viel, viel besser so. Und jetzt wollen wir hoffen, dass wir seine Synergie versiegeln können. Und ja, hat funktioniert. Funktioniert ja nicht immer. Okay, wir können hier weiter auf Verteidigung setzen, wenn wir wollen. Den gegnerische Geschwindigkeit können wir auch noch machen, wenn wir wollen, aber. Wollen wir erstmal Verteidigung erhöhen oder Geschwindigkeit der Gegnerverteidigung? Ich glaube, wir sollten erstmal auf Ziegel gehen. Genau. Also, hier Dings. Verteidigung stärken, genau das heißt. Okay. Schädigt und täuscht Gegner mit Sandsturm. Ich glaube, das ist auch noch ganz gut. Was könnte Tyrell denn noch machen? Der gegnerische Verteidigung ist, glaube ich, auch ganz gut. Und das Ganze kann man natürlich nochmal doppelt machen. Klebeangriff, dann gegnerische Verteidigung. Rief setzt jetzt frische ein. Dafür bin ich jetzt. Okay, 140 Schaden und Rock wurde getäuscht. Das ist schon mal super. Jetzt kriegen wir noch richtig schöne Mauer. Verteidigung steigt. So, frische kommt. Das heißt, wollen wir hoffen, dass die Verteidigung auch gut sinkt. Tut es aber, zumindest steht es hier nicht. So. Oh, Gigastampfer, ich bin gespannt, das ist seine erste Attacke. Oh Gott! Doch drei Leute, Chiara und Rief, wenn sie noch einmal davon getroffen werden, sind dann leider, irgendwie besiegt. Synergie Siege von Rock ist gebrochen, das ist natürlich super. Das war somit keine Synergie, wenn man sich denken kann. Dabei war die Verteidigung erhöht. Das sage ich nochmal so. Ich würde sagen, senkt gegnerische Geschwindigkeit ist, glaube ich, noch ganz gut. Nicht beschwören. Djinn. Täuscht gegen mit einem Wirbelangriff, obwohl du bist eigentlich schon getäuscht, ne? Angriff mit mächtigen Windstößen. Die KP werden noch geheilt. Ich würde sagen, erhöht Attacke der Gruppe durch Feuergut und du kannst jetzt auf jeden Fall die KP heilen. Spendet der Gruppe KP, bitte. Okay, let's go. Höhe greift somit an. Jetzt kommt Ranke, senkt seine Geschwindigkeit. Jetzt kommt Woge, wir werden Gott sei Dank schnell geheilt. Zwar nicht ganz vollständig, aber was soll's. Feueratem. Das hätte tödlich enden können, wenn wir nicht aufgepasst hätten jetzt. Jetzt kommt Esse. Und der Angriff steigt. Sehr schön. Nicht normal angreifen, bitte. Das wäre äußerst unklug. Das könnten wir noch machen. Aufmachen. Ich kann aber auch eines an KP heilen, wenn ich will, ne? Fischfreunde und spinnt KP, das machen wir jetzt einfach mal. Du machst Folgendes. Täuscht gegen mit Wirbelangriff, denn der kann ja schon wieder klar sehen, wie ich eben noch hätte lesen können. Was kannst du machen? Wofür nur eine Sehenshilfe ist ein Angriff von Furie? Schädigt und verwirrt Gegner mit Fieber, das ist auch ganz gut. Verwirren ist immer gut.
Und der gute Rief kann einfach mal mit einer Eisattacke den Gegner schwächen, würde ich sagen. Da die Verteidigung eh ganz unten ist. Okay, Bora legt los. Ja. Verwirrt ihn wahrscheinlich noch ein bisschen. Jetzt kommt die Blüte. Sehr schön, an KP mangelt nicht mehr so viel. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, kommt noch eine weitere Attacke. Sieht auch ganz gut aus und Fieber. So. Aber sieht nicht so richtig aus, als wäre es irgendwie verwirrt oder geschädigt. Oh, Steinhaut, das hört sich nicht gut an. Okay, ich würde sagen, Rock hält erstmal 150 KP. Okay. Aber er ist ja immer noch Gestein, ne? Ich würde mal sagen, dass die Verteidigung erhöht wurde, kann das sein? Also, es sieht so aus. Ich würde jetzt einmal Folgendes machen. Alle haben jetzt ja genau 4 Jhin. Alle 4 haben jetzt 4 Jhin rausgeholt. Das heißt, wir setzen jetzt erstmal auf Angriff. Gericht. Du, Kiara, kannst auf Tor setzen. Cyril auf Meteor. Und Rief. Schießt sie auf Boreas. Alle 4 greifen jetzt an. Sehr schön. Und wenn jetzt alle 4 gleichzeitig im Angriff sind, dann wird's heftig. Und ich würde sagen, die Szene kennen wir schon gut genug. Wir spulen vor. 906 Schaden. Alter Schwede. Jetzt bin ich dran mit Gericht. Den kennt ihr auch noch, ne? Und ich werde mal wieder vorspulen. Und Feuer. Mal sehen, was das für ein Schaden macht. 475 ist gerade mal die Hälfte ungefähr von dem, was Kiara gemacht hat. Jetzt kommt Rief mit Boreas. Kennen wir auch schon. Der greift jetzt auch mal an. Und was ist da für ein Schaden? 674 ist in Ordnung. Okay. Tyrell macht weiter mit Meteor. Kennen wir auch schon. Und dann gucken wir mal, was das abzieht. 760 Schadenspunkte und man sieht es schon. Es reicht aus, um den Rock zu besiegen. Aber er ist nicht tot, er ist besiegt, er fliegt weg. Okay. Gut, es hat gereicht, sonst hätte ich wahrscheinlich noch weitere Jhin irgendwie auf Abruf geschickt. So, Rock wurde besiegt, Freunde, und wir sehen uns somit gleich wieder im Einzelbildschirmmodus. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder im Einzelbildschirmmodus. Ja, ich genieße jetzt einfach mal den Sieg über den Rock, denn der war eigentlich ziemlich einfach, muss ich sagen. So richtig unterlevelt sind wir auch nicht, vor allem, da wir jetzt noch einiges an Leveln dazugewinnen. Ich bin auf Level 27, Kiara auf Level 26, Lichtplasma erlernt. Tyrell ebenfalls Level 27, so wie ich, und Rief Level 25. Der, ja, Amity ist Level 24, die beiden mussten sich immer Plätze teilen, haben deshalb nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen. Ja, der Rock ist tatsächlich doch auch endgültig tot und versteinert. Tja, hui, hui, besser gesagt, seht euch das an. Oh, er hat was ausgespuckt. Lasst uns einen näheren Blick darauf werfen. Okay. Das Besondere ist, und was nicht sofort jeder bemerkt, was nicht sofort jeder sieht, weil der Rock eigentlich relativ klein ist. Erstmal haben wir hier das kleine Ding, das Item, und dann können wir tatsächlich in den Rock steigen. Wir gehen jetzt mal an jetzt das Ding hier einsammeln. Fnupa hat Magma-Schäbe gefunden, doch die Gruppe kann nicht mehr davon tragen. Ah. Kann ich das jetzt einfach mal kurz... Nee, kann ich nicht. Seht ihr, er hat 2 Äpfel. Tyrell hat 2 Äpfel. Rief hatte eigentlich 1 Fläschchen. Geil, echt toll. Das kann man nicht wegwerfen. Das kann man immer wegwerfen, Freunde. Hebt Glück an? Naja, weiß nicht. Was brauchen wir denn nicht mehr? Den Rest will ich ja verkaufen eigentlich. Boah, das müssen wir echt mal alles ordnen, Freunde. Das müssen wir echt alles ordnen. Das sind alles wichtige Sachen, vor allen Dingen, dass man sie super verkaufen kann. Halt die alle temporären Status für Erinnerung. Elixier kann weg. Magma-Scherbe an Rief übergeben. Sehr schön. Und nun? Gehen wir mal hier rein. Felsenhort EG. Eigentlich sind wir ja am Rock drin, aber was soll man sagen? Um Jhin brauchen wir nicht zu kümmern, die kommen schon wieder, alle. Deswegen, naja. Und hier im Rock sind noch weitere Magma-Scherben. So. Hier sind immer noch weitere. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie lang der Hals auf dem Rock, aber klettern wir einfach mal die Wirbelsäule hoch oder einfach die Leiter, die hier plötzlich mal entstanden ist. Und sieh mal, was da hinten ist. Habt ihr es gesehen? Guck mal, was wir hier haben. Davon war im letzten Part die Rede. Eine goldene Kugel. Ist das der Magmastein? Sieht so aus. Der Magmastein. Wir sehen uns nochmal an, was das ist.
Magmastein. Dieser Stein ist die Energiequelle des Archimere-Generators. Er pulsiert vor Energie, ähnelt einem Juwel und kann im Körper eines Logs gefunden werden. Nur, dass ihr das auch mal wisst. Für die, die letzten Party dabei waren, weil sie ihn verstanden haben oder was weiß ich. Schön, wie er schimmert. Damit kann ich Tianju. Er ist wirklich hübsch. Ja, stimmt. So bestimmt ist wieder in Ordnung. Also, was machen wir nun? Was meinst du denn damit? Wir nehmen ihn natürlich mit, oder etwa nicht? Aber was ist mit dem, was Aburandra gesagt hat? Ach so, stimmt. Diese Kerle wollen die Alchemie-Maschine in Gang setzen, vor der uns Aburandra gewarnt hat. Ihr habt Aburandra euer Wort gegeben, nicht wahr? Vorhin im Wald von Kolima. Was ist denn der Wald von Kolima? Gucken wir einfach mal. Wald von Kolima, dieser geheimnisvolle Wald gewährt niemanden Eintritt. Der kleine Stamm der Krania lebt dort und bewacht den Wald. Durch die goldene Sonne wurde der Wald kilometerweit nach Osten verschoben. Tja. Okay. Reuko. Und ich schätze, Fnupa ist kein Anführer, der seine Versprechen leichtfertig bricht. Das stimmt. Reuko, worauf willst du hinaus? Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Reuko? Ich nehme den Magmastein. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Du Hinterhältiger, ganz ruhig, Freundchen. Wenn ich diesen Stein zertrümmere, dann wird die freigesetzte Energie uns alle vernichten. Das wirst du nicht wagen. Damit wäre das Schicksal deiner Schwester besiegelt. Ja, ihres, unseres und auch das Schicksal des jungen Piraten aus Champa. Warum und alles in der Welt würdest du so etwas tun wollen? Was soll diese dämliche Frage? Ich muss Tianju helfen und ich werde alles tun, um sie zu retten. Ich traue dir nicht zu, dass du uns etwas antun würdest. Denkst du etwa, dass ich blöffe? So heißt das, blöffen. Blöffen, wenn man nur so tut, als würde man sowas etwas tun. Ja, also Schauspieler fast eigentlich. Ich glaube ja, dass du den Stein nur aus einem einzigen Grund an dich nehmen willst. Nämlich um uns die Entscheidung abzunehmen, was wir damit anfangen sollen. Du weißt, was wir uns zutiefst schuldig fühlen würden, wenn wir unser Versprechen Aburandra gegenüber brechen. Verbrechen heißt das, ne? Brechen, ja. Also hast du beschlossen, uns diese Entscheidung abzunehmen und den Stein zu entreißen. Du möchtest vermeiden, dass wir uns schuldig fühlen. Ha! Glaubt ihr das, ja? Dann seid ihr noch größere Narren, als ich angenommen hatte. Ich tue das nur, weil ich es leid bin, noch länger Zeit zu verschwenden, obwohl die eigentliche Lösung direkt vor uns liegt. Ah! Aha, das ist also der wahre Grund. Kein Schritt weiter. Brav, endlich hast du kapiert, wer hier das Sagen hat. Gib mir nun die Schlaghandschuhe und eine der Magma-Scherben. Fnupa gibt die Schlaghandschuhe und eine der Magma-Scherben. Ich glaube, das waren insgesamt 5, die er hat, ne? Ich hoffe, ihr nehmt das nicht allzu persönlich. Mir geht es nur darum, meine Schwester zu retten. Das wirst du noch bereuen. Reuko, es muss wohl so sein, nicht wahr? Entschuldigung. Leb wohl. Der Ausgang? Igitt, bitte nicht daran. Und weg ist er. Dafür wird er büßen. Ich kann nicht glauben, dass wir sowohl die Schlaghandschuhe als auch den Magmastein verloren haben. Naja, verloren. Ich habe ihn ja gegeben. Ja? Also, jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Wohin sollen wir nun gehen? Wir grinsen einfach. Allein mit leeren Händen, nur weil wir Handschuhe abgegeben haben. Stimmt, je weniger wir sind, desto schneller können wir reisen. Lass uns das wieder in Billins aufsuchen. Ich habe zwar nichts gesagt, aber naja. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Der Part ist eigentlich schon vorbei, ne? Ich gehe jetzt einfach mal aus dem Hinterausgang. Ich hab Angst, da durchzugehen. Ehrlich gesagt, wirklich. Igitt, nein! Nein, bitte nicht, nein! Warum hier? Igitt, nein, nein, nein! Freunde, ich würde sagen, wir nehmen den Notaus. Kann man hier durchbrechen? Ich glaube, wir können hier lang, ne? Nee, sieht nur so aus. Okay, das sieht hier so gebrechlich aus. Kann man hier was machen? Ich wollte nur was austesten hier. So viel Zeit muss sein. Kann man hier mal testen? Ja, tatsächlich. Man kann jetzt zertrümmern. Ich will das auch nochmal ausprobieren. Mache ich auch noch. Igitt. Kann ich hier noch was machen? Ich wollte mal gucken. Ich glaube, ich kann den hier nicht mehr lang, ne? Doch, ich kann ihn da runterschlüpfen. Okay. Ich wollte nur mal gucken, Freunde. Man darf ja mal.
Ja, am Hinterausgang vorbei. So viel Zeit muss sein, ich werde jetzt einfach Folgendes machen. Eigentlich ist das ja fixiert. Das Ding bricht wieder durch und ihr werdet gleich sehen... Nein, das ist nicht fixiert, Entschuldigung. Ich möchte mir hier nur was markieren, damit wir wissen, wo ich dann im nächsten Part anstoßen werde. Ihr werdet nämlich gleich sehen, was dann passiert, sobald ich das Ding hier durchbreche. Dann seht ihr das. So, Freunde, der Part ist jetzt beendet. Wir haben den Rock besiegt. Und Rolko und Husan haben sich einfach mal verabschiedet mit dem Magmastein, den Schlaghandschuhen und einer Magmascherbe. Wir müssen ihn sofort hinterher und auf jeden Fall nach Berlin, um dieses Ganze hier auf, das ganze Szenario endlich zu beenden. Ich meine, wir haben ja unser Ziel erreicht. Wir haben jetzt endlich eine Rockfeder. Aber naja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.